Da, wo wir so 16 waren, ja, da wurde auch ein Bekannter von uns, den kannten wir eigentlich sehr gut, Peter Fechter ist einer der bekanntesten Maueropfer hier. Der wurde an der Mauer ganz brutal angeschossen und hat da eine Stunde um sein Leben gekämpft. Und da war für uns klar, hier wollen wir nicht mehr bleiben. Mein Name ist Karl-Heinz Richter, jetzt zurzeit 73 Jahre alt, also hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal so alt werde. Und ja, ich bin eigentlich Autor, Schriftsteller, ich schreibe Bücher, halte Vorträge. Hier befinden wir uns ja in der Gedenkstätte Hohenschönhausen, ehemals Zentrale Untersuchungshaftanstalt vom Staatssicherheitsdienst. Und hier bin ich auch Referent, halte Vorträge und Führungen führe ich hier durch. Für Interessierte, um allen zu erklären, dass der Ort doch eine historische Geschichte hat. Also ist was Gewaltiges, ist erhalten geblieben. Gott sei Dank, wollte man nicht erst haben. Aber ehemalige Inhaftierte haben diese dann nach dieser Kapitulation, sage ich immer ganz salopp, also man sagt ja immer die Wende, man spricht von der Wende, frage mal, was für eine Wende? Was für eine Wende? Das war für mich eine Kapitulation, ja. Und da haben die dieses besetzt hier, dieses ehemalige Gefängnis, und nun ist das eine Gedenkstätte geworden. Und das ist meine Leidenschaft. So würde ich es mal sagen. Mal gerne. Ab 14, von der Schule aus, 14 Jahren, sind die meisten in die FDJ eingetreten. Freie Deutsche Jugend, kommunistischer Jugendverband hier. Habe ich mich auch geweigert, reinzugehen. Habe ich überhaupt keinen Bock gehabt drauf. Viele meiner Freunde auch. Naja, und dann hat man schon, da war man schon 14, 15, 16, hast du schon gut überlegt. Und haben festgestellt, das ist hier sowieso nicht unser Ding. Bis 1961 fühlten wir uns nicht so eingeengt. Da konnte man ja rüber nach West-Berlin, einfach so, ohne Kontrollen, manchmal ja. Und 1961 wurde die Mauer gebaut und da begann für uns dann die harte Zeit eigentlich. Da haben wir mitgekriegt, jetzt spielen sie völlig verrückt. Die Lehrer haben sich auch so geäußert uns gegenüber. Jetzt habt ihr alle verkackt, wie man so schön sagt. Haben die wirklich wörtlich gesagt. Jetzt werden andere Seiten aufgezogen. Jetzt kommt ihr nicht mehr rüber. Eure Eltern können nicht mehr abhauen. Und wir haben das auch so empfunden. Eingesperrt zu sein, richtig hart. Und ja, da wurden wir immer, haben wir uns immer mehr aufgelehnt. Da, wo wir so 16 waren, ja. Da wurde auch ein Bekannter von uns, den kannten wir eigentlich sehr gut. Peter Fechter ist einer der bekanntesten Maueropfer hier. Der wurde an der Mauer ganz brutal angeschossen und hat da eine Stunde um sein Leben gekämpft. Und da war für uns klar, hier wollen wir nicht mehr bleiben. Der Tod dieses Jungen hatte uns völlig, ja, ich sollte sagen, also von Traurigkeit will ich gar nicht reden. Natürlich waren wir traurig, aber wütend wurden wir immer mehr. Jetzt haben sie ja ihr wahres Gesicht gezeigt, zum ersten Mal richtig. Jeder, der hier nicht mitmacht, hat es verdient, auch zu sterben, nach dem Motto. Und so war das eigentlich auch. Ja, und dann wussten wir, sie ziehen ihr Ding durch. Und dann waren wir entschlossen, wir ziehen auch unser Ding durch. Wir waren wild entschlossen, zu fliehen. Wir haben so viele Möglichkeiten in Betracht gezogen, aber alles haben wir verworfen, weil es zu gefährlich war. Laufend hörte man, dass irgendjemand wieder ums Leben kam an der Grenze. Und ja, da haben wir geguckt, geschaut und wir haben die wildesten Fantasien gehabt. Wir waren jung, dumm, eigentlich kann man sagen auch noch. Und naja, und dann ist endlich mal Wolfgang, sehr guter Freund von uns, auf die Idee gekommen, richtig mal was zu planen. Und das hat er auch getan. Und hat dann praktisch die Fluchtmöglichkeit, die wir dann später auch ausgenutzt haben, hat er entdeckt. Und als erster auch wahrgenommen. Also 1963, kurz vor Weihnachten, traf
treffe ich Wolfgang auf der Straße und sagt der Kralle, komm mit, ich hau ab. So was? Du musst mir mal was erklären. Ich renne hier nicht ins offene Messer. Nee, sagt er, komm mit, vertrau mir doch mal. Das war auch noch kurz vor Heiligabend so rum, die Zeit. Ich hatte kein gutes Zuhause gehabt, ich habe ein gutes Zuhause gehabt. Jetzt wollte ich meine Eltern da Heiligabend nicht alleine unter dem Weihnachtsbaum sitzen lassen. Wollte ich nicht. Ich sage, nee, Wolfgang, entweder du sagst mir, nee, sagt er, du hörst von mir. Und einige Tage später bekomme ich eine Postkarte von ihm und da steht drin, er ist in West-Berlin. Na, da war ich nun natürlich, dachte ich, du Idiot, warum hast du nicht vertraut? Und gerade eine Woche später bekam ich einen Brief wieder von ihm und da war die Fluchtstelle drin. Mit einer Zeichnung und sehr detailliert. Und nun hatte ich mir die Fluchtstelle erstmal angeschaut, brauchte eine Weile, um alle zu erkennen. Bin nachts da Bahnhof Friedrichstraße am Schiffbauer Damm, das war ja praktisch Grenzgebiet. Da durfte man in diesem Bereich ja nie rein, wurde geschossen. Hat mich dann nachts da so eine alte Ruine reingeschlichen, oben vom Schrägdach so eine Dachluke. Und immer wenn der Zug kam, wie Wolfgang beschrieben hat, konnte ich dann den Zugverlauf beobachten und dann habe ich auch gesehen, wo überall die Grenzsoldaten sich versteckt hielten. Das war schon sehr gefährlich eigentlich. Und dann habe ich eins von meinen Freunden informiert. Und dann habe ich jemand angesprochen, ich sage, du willst doch bestimmt auch rüber, Wolfgang ist schon drüben, ja. Und dann habe ich ihn nicht mehr weggelassen. Und abends hingeführt, erklärt, was er tun soll, hat er sofort umgesetzt, war weg. Und wir hatten so vereinbart, Wolfgang stand den Abend Bahnhof Zoo, in West-Berlin auf dem Bahnsteig, und hat immer darauf gewartet, dass einer von uns ankommt. Und dann hat er einen Radiosender, Rias Berlin, in West-Berlin, angerufen. Und der Nachrichtensprecher hat morgens um 8.30 Uhr während der Nachrichten bekannt gegeben, heute Nacht gelang einem Jugendlichen wieder die Flucht von Ost nach West, war immer eine Sensation. Natürlich nicht die Fluchtstelle genannt, er hat nur kurz einfach mal erwähnt. Und die sei abgehört morgens und jetzt wusste ich, mein Kumpel ist angekommen, hey, das Ding funktioniert. Und dann habe ich mehrere informiert. Also insgesamt sind an dieser Fluchtstelle 17 Leute rübergekommen. Um raufzukommen auf die Schienen oben, war da so eine Nische, da hat man sich versteckt. Und wenn der Zug vorbeifuhr, hat man sich an so ein Starkstromkabel, das war schon alleine Wahnsinn, hochgezogen, übers Geländer. Und dann ist man dem Zug entgegengerannt. Und die hatten ja draußen noch im Türbereich so eine Griffe, nicht so wie heute, heute ist alles glatt. Und dann ist man an den Griff rangesprungen, wurde durch die Geschwindigkeit so ein bisschen rumgeknallt. Dann hat man versucht, auf dem Trittbrett, was außen ja war, Halt zu finden und dann hochgezogen. Die Tür öffnet und ist eingestiegen. Also hört sich ganz einfach an. War schon ein bisschen wilder. War schon nicht so einfach. Aber wir standen da in so einer Nische und als der Zug rausfuhr, unter uns stellten sich da in diesem Augenblick zwei Grenzsoldaten hin. Und steckten sich eine Zigarette, einen Hund hatten sie auch dabei, war aber sehr windig an diesem Abend. Und jetzt konnten wir nie hoch, weil die Grenzsoldaten genau unter uns standen, die hätten uns da weggeputzt. Und endlich hatten sie ihre Zigaretten an und waren weg. Und wir beide hoch, aber nur die Zeit ist uns weggerannt. Das war nur noch der letzte Waggon übrig. Wir hatten aber ausgemacht, dass jeder sein eigenes Tür-Trittbrett sich aussucht, ging nicht mehr, nur noch diese. Jetzt haben wir uns da schon gegenseitig behindert. Frankie hat eine gute Position gehabt, ich nicht so sehr. Hatte mich da an den Griff festgehalten und hoch mit den Knien, war ich nur so ein Stück auf diesem Trittbrett, hatte aber keinen Halt gehabt, rutschte ab und hab mich am Griff festgehalten und Frankie reicht mir noch die Hand. Und er hat versucht, mich hochzuziehen. Ich war bestimmt ganz gut, war ein guter Sportler, aber hat nicht funktioniert. Man hat gesagt, Mensch, lass los, das schaffe ich nicht. Er wollte mich nicht loslassen, natürlich.
Hat er seinen Kumpel nicht da hängen lassen, aber dann hat er einfach den Griff gelöst, weil es nicht mehr funktionierte. Und dann bin ich da vom fahrenden Zug runtergelutscht und lag da auf den Gleisen. Naja, und Frankie war weg, ich lag im freien Schussfeld, war ja Todesstreifen. Das habe ich überlegt, was mache ich denn hier? Und ich wusste, weil ich ja mehrmals beobachtet hatte, dass Patrouillen langlaufen oben. Die hat mich da gesehen. Also habe ich all meinen Mut zusammengenommen und mich aufgerichtet und bin dann so rund 150 Meter, so fast 200 Meter, im freien Schussfeld zu dieser Stelle zurückgerannt, da wo wir raufgekrochen sind. Du kamst sonst nicht raus. Überall waren Zäune, Grenzanlagen und so. Naja, nun habe ich es endlich geschafft und bin im vollen Lauf über diese Geländer gesprungen. Und als ich da rübersprang, dachte ich, ach du Scheiße, das ist ja so tief hier. Das hat völlig verpeilt gehabt. Da waren so rund 6,5 Meter so ungefähr. So. Puff, bis unten an. Naja, da hat man ein Problem gehabt. Ne? Also da war ich erstmal kurzfristig abgetreten. Und dann wurde ich wach. Dann habe ich gemerkt, ich habe hier Probleme. Habe mal beide Beine gebrochen. Ne? Rechten Arm kaputt. Rippen waren nicht lang schädig. Ich habe ja wie eine Amnesie. Ich wusste ja nicht, was ich in diesem Augenblick da unten mache. Irgendwann hatte ich mich gefangen und dachte ich weg, sonst wirst du hier verhaftet. Und dann habe ich mich von dieser Stelle zur elterlichen Wohnung neu geschleppt, rund 3 Kilometer. Wahnsinn. Also da waren selbst die Vernehmer hier beeindruckt. Die haben immer gefragt, wie jeden sowas. Die ja. Und zu Hause bin ich dann erst zusammengebrochen. Also dann stand ich in der Küche da und hab mich da festgehalten und dann kam mein Vater und dann bin ich umgefallen und dann war weg. Der hat mir die Klamotten vom Leib gerissen und der Vater war ja auch im Krieg, waren ja alle damals Soldaten. Mein Vater war Fallschirmjäger, ja auch ein harter Hund. Hat immer gefragt, haben sie geschossen? Ich sag, weiß ich nicht, ich hab mich gehört. Bist du verhört? Was tut dir weh? Ich sag, alles. Ich dachte, mein Körper explodiert wirklich, so war das. In der Nacht vor meiner Verhaftung kamen auch noch 2 Freunde, Freddy und Hans. Und denen habe ich noch genau die Fluchtstelle erklärt. Ich war der Einzige, der sie kannte jetzt. Und sagte denen, ihr müsst in der kommenden Nacht aber fliehen. Dass ich verhaftet werde, war mir eigentlich klar. Aber nächsten Morgen früh stehen sie vor der Tür und holen mich.